Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, war am Sonntag zu Gast bei Carmen Joska und hat sich dort heftig gestritten, nämlich mit dem Ökonomen Professor Jens Südekum. Die beiden sind sich gar nicht grün geworden. Wo Südekum richtig liegt und wo vielleicht sogar Christian Lindner richtig liegt, wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht's um die Schuldenbremse, den Haushalt und die ökonomische, makroökonomische Kompetenz unseres Bundesfinanzministers Christian Lindner. Der war zu Gast bei Carmen Joska sonntagsabends vor Millionenpublikum und hat mit ihr und dem Ökonomen Jens Südekum über den neuen Ampelhaushalt gestritten, um die Pläne, wie denn die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann, um die Frage, wie es denn mit Bürgergeld, mit Sozialleistungen und so weiter aussieht. Die beiden haben sich also wie zwei Streithähne mächtig gekebbelt. Wir schauen es uns an, wir kommentieren und ergänzen, wo notwendig. Bevor wir das machen, möchte ich euch einmal hinweisen auf meinen Online-Kurs auf der Lernplattform Udemy. MMT für Einsteiger. Geldsystem, Wirtschaftspolitik und ökonomische Zusammenhänge verständlich erklärt in 7,5 Stunden Videomaterial. Lernt man fast alles, was man über die absoluten Basics zum Thema Wirtschaftspolitik wissen muss. Wo kommt Geld her? Woher nimmt es der Staat? Wie viel kann er ausgeben? Wie entsteht Inflation? Was bedeutet Wirtschaftspolitik? Was bedeutet eigentlich Geldpolitik? Was macht eine Zentralbank? Was ist eine Staatsanleihe? All das. Und ich würde behaupten, mein Versprechen, wenn man den Kurs durch hat, kann man sich ganz entspannt bei Carmen Joska mit Christian Lindner hinsetzen und schneidet besser ab als Christian Lindner selber. Wenngleich, ist schon ein sehr, sehr guter Rhetoriker. Aber inhaltlich wäre man ihm auf jeden Fall überlegen. Den Kurs gibt's für 12,99 € mit dem Gutscheincode Nachhilfe für Lindner. Link und den Code selbst packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Ja, wäre schön, wenn der Finanzminister all das wüsste, was man so als Finanzminister über Staatsfinanzen, Geldsystem etc. wissen sollte. Das soweit vorneweg. Jetzt verlieren wir keine Zeit und gehen gleich rein. Christian Lindner bei Carmen Joska. Die Haushaltsverhandlungen werden wahrscheinlich nicht einfach, weil nicht mehr so viel Geld zu verteilen ist. Und Viel Geld da. Darüber werden wir reden. Ein Instrument, sagen wir, das umstrittenste Instrument in dieser Koalition, das ist die Schuldenbremse. SPD und Grüne wollen sie größtenteils lockern oder reformieren. Aber die FDP hält eisern an ihr fest und wir gucken uns die Schuldenbremse mal genauer an. Die Schuldenbremse in Deutschland ist eine Regelung im Grundgesetz, die festlegt, wie viele neue Schulden der Staat machen darf, um die finanzielle Stabilität zu wahren. Für den Bund gilt, die Neuaufnahme von Schulden ist auf maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts beschränkt. Die Bundesländer dürfen grundsätzlich keine neuen Schulden aufnehmen. Diese Regel soll verhindern, dass zu hohe Schulden die zukünftigen Generationen belasten und gleichzeitig sicherstellen, dass in außergewöhnlichen Notsituationen wie der Corona-Pandemie Ausnahmen in Form von Sonderkrediten möglich sind. Die Schuldenbremse polarisiert. Also, da bin ich schon das erste Mal drüber gestolpert. Denn das klingt ja so ein bisschen danach, man macht die Grenzwerte, um dann Geld für Notlagen für Krisen zu haben. Ne? Aber das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Man hat diese Grenzen von 0,35 für den Bund, 0,0 für die Länder. Übrigens unnötig streng. Vorgesehen war ursprünglich, dass die Länder 0,15% Neuverschuldung machen dürfen. Das wollte aber Horst Seehofer, der damals für die Länder verhandelt hat, nicht, hat freiwillig darauf verzichtet, denn 0,35 plus 0,15 würde genau die 0,5% erlaubtes strukturelles Defizit ergeben, was die EU-Regeln diktieren. Aber das wollte man nicht. Die Notlagenklausel gibt es einfach so, weil man eigentlich halt weiß, wenn halt Notlage ist, ob Energiepreisschock, ob Krieg, ob Jahrhundertpandemie, dann braucht man eben mehr Geld als das. Und übrigens eine Anekdote dazu, kennen die wenigsten. Axel Trost, ein Finanzpolitiker von den Linken, Gott hab ihn selig, er ist nicht mehr unter uns, hat damals, als diese Notlagenklausel und die Schuldenbremse eingeführt wurde, alle erstmal darauf hingewiesen, Moment, was ist denn mit Naturkatastrophen? Weil ursprünglich hatte man nur Wirtschaftskrisen dafür vorgesehen.
Und da das mit der Pandemie unter anderem als Naturkatastrophe galt oder das Ahrtal als Naturkatastrophe galt, hat erst die Linke, hat Axel Trost uns erst ermöglicht, dass wir diese Notlagenklausel jetzt rechtssicher nutzen konnten. Ja, was für ein Vermächtnis. Unser Gast, Ökonom Jens Üdekum, kritisiert sie. Er fordert dringend eine Reform. Seine These lautet: Die Schuldenbremse passt nicht mehr ins Hier und Jetzt. Sie braucht ein Update. Die angeblichen Rekordinvestitionen im Bundeshaushalt sind bei Licht betrachtet viel zu gering. Allein für Klimaschutz bräuchten wir locker das Doppelte. Dann kommt Digitalisierung oben. Übrigens aber natürlich nicht erst jetzt, sondern schon auch bei Einführung der Schuldenbremse 2009. Ja, da wurde sie durchs Parlament gepeitscht. 2014 endgültig eingeführt für den Bund. Auch da hat es schon massive Investitionsbedarfe gegeben. Ja, also dieses Schuldenbremse passt nicht mehr ins Hier und Jetzt. Die Schuldenbremse war seit Geburt, seit Einführung unpassend. Ja, sie hat nie gepasst. Obendrauf, dann kommt Bildung obendrauf. Und über den Bereich Militärverteidigung haben wir da noch gar nicht gesprochen. All diese riesigen Herausforderungen gleichzeitig zu stemmen, das ist im Korsett der Schuldenbremse unmöglich. Staatsschulden für mehr Investitionen, das ist ein völlig normaler Vorgang. Alle machen das so, nur Deutschland zögert. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich der Rest der Welt mit dem Kopf schüttelt, dass wir bei all unseren aktuellen Problemen jetzt gerade über einen Sparkurs diskutieren. Selbst konservative Beobachter von außen, die OECD, der Internationale Währungsfonds, legen Deutschland nahe, dass wir unsere Schuldenbremse reformieren müssen, weil diese Fiskalregel einfach zu strikt ist. Liegen die wirklich alle falsch? Das ist ganz interessant. Es gibt mittlerweile wirklich so viele Institutionen, die die Schuldenbremse kritisieren. Konservative Institutionen, muss ich dazu sagen. Ich habe mal im Geld für die Welt Newsletter, hier, wer will die Schuldenbremse wie ändern, eine Übersicht dazu erstellt. Selbst Experten von Ratingagenturen sagen uns mittlerweile, also Deutschlands tolles AAA-Rating, für das sich Lindner immer abfeiert, das ist nicht in Gefahr, wenn ihr ein bisschen mehr Schulden macht, sondern es ist höchstens in Gefahr, wenn das Wachstumspotenzial schrumpft, sprich die Wirtschaft schrumpft und man die Infrastruktur so sehr verkommen lässt, dass in einer kaputten Infrastruktur vernünftiges Wachstum nicht mehr möglich sein wird. Link packe ich euch auch nochmal unten drunter. Fragt unser heutiger Gast Jens Üdekum. Da ist er, sitzt da mit am Tisch. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Düsseldorfer Universität Heinrich Heine. Und unser Gast ist auch Christina Dunz. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Schön, dass Sie alle beide jetzt bei uns sind. Und bevor der Bundesfinanzminister auf die letzte gestellte Frage gleich antworten darf, möchte ich erst mal Frau Dunz fragen, aus Ihrer Sicht, auch aus der politischen Beobachtung, warum hält aus Ihrer Sicht die FDP so eisern an der Schuldenbremse fest? Sie hat nicht so wahnsinnig viele Themen in dieser Koalition. Und Sie sind ja reingegangen mit keine Steuererhöhung und eben einen großen Sparkurs. Und es steht im Koalitionsvertrag, da haben Sie völlig recht, an der Schuldenbremse festzuhalten. Aber Sie haben diesen Koalitionsvertrag auch mit Fortschritt überschrieben, dass Sie eine Fortschrittskoalition sind. Und dieses Festhalten an der Schuldenbremse schnürt diese ganze Ampel natürlich immer weiter ein. Aber wenn Sie das aufgeben würden, ist zum... Selbst dieses Versprechen, keine Steuererhöhung, kann man übrigens also getrost als gescheitert verbuchen. Denn die Mehrwertsteuer in der Gastro ist beispielsweise gestiegen. Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, okay, hatten sie erst vorher selber gesenkt. Dann Sachen, die de facto wie eine Steuer wirken. Plastikabgabe, LKW-Maut, CO2-Preis, höhere Sozialversicherungsbeiträge, ja, all das angehoben. Die Landwirte haben sie bei der Pauschalierung der Mehrwertsteuer, bisschen kompliziert zu erklären, da haben sie auf jeden Fall auch mehr belastet. Ja, die werden demnächst mehr Steuer für den Agrardiesel zahlen, also ja, überall Belastungen. Zum einen ein großer Teil der FDP-Politik weg und zum anderen beschleicht sie ja sehr, sehr die Angst, dass sie, sollten sie sie lockern, also reformieren, davon sprechen wir noch gar nicht, weil wir dafür eine Zweidrittelmehrheit brauchen, aber sie könnten als Koalition die Schuldenbremse nochmal aussetzen. Und die Angst des Finanzministers ist, nochmal ein Verfassungsgerichtsurteil zu bekommen und das im Wahlkampf 2025, was die
Aussichten für die FDP bei der nächsten Wahl noch weiter schmälern würde. Das ist vielleicht generell das Sportliche, dass der nächste Bundeshaushalt, der 25er, wenn er das erste Mal besprochen wird, da ist quasi gerade also Endspurt im Europawahlkampf. Und deswegen wird der Haushalt selbstverständlich als Wahlkampf, ja, Hilfe oder auch eben Wahlkampfhürde von SPD, Grünen und FDP gesehen und ist deswegen umkämpfter als, würde ich sagen, sogar alle Haushalte vorher. Sie hat recht, Schuldenbremse aussetzen, weil Krieg ein paar Flugstunden von uns entfernt nun mal tobt, ja, und Deutschland dafür mehr als 20 Milliarden Euro im 24er Haushalt ausgeben muss. Wäre der Krieg nicht, wären diese Ausgaben nicht da. Also, wenn dieser Ukraine-Krieg keine Notlage darstellt, muss man fragen, was dann? Viele Wirtschaftsinstitute legen Ihnen nahe, die Schuldenbremse zu reformieren. Hat der Südekum gerade gesagt, liegen die alle falsch, war die Frage. Stimmt das denn? Sagen die das? Ist das der Internationale Rat? Also das könnten wir jetzt länger miteinander besprechen. Ich bin ja beim Internationalen Währungsfonds auch in ein paar Tagen wieder. Und dort ist eher die Sorge international eine andere. Da ist die Sorge, dass die Verschuldungssituation auf der Welt außer Kontrolle geraten könnte. Die USA machen Sorgen. Schauen wir nach Frankreich, schauen wir nach Italien. Also es ist ein, glaube ich, Gebot der ökonomischen Vernunft, dass Deutschland stabil bleibt. Also, dass die USA Sorgen machen, ist wirklich, ist die Weltreservewährung. Ja, der US-amerikanische Staat hat die beliebteste Währung der ganzen Welt. Jeder will sie haben. Im Handel wird sie quasi überall akzeptiert. Und selbstverständlich kann der US-amerikanische Staat in seiner eigenen Währung niemals pleite gehen, weil er sie selbst erzeugen kann. Das politische Risiko ist höchstens, dass, weil die eine Schuldenobergrenze haben, ja, nicht wie wir die Schuldenbremse, 0,35%, im Übrigen plus Konjunkturkomponente minus finanzielle Transaktionen haben die eben weggelassen, vielleicht auch zu kompliziert zu erklären, haben die einfach eine strikte Obergrenze, ja, einfach eine Zahl, eine absolute Zahl. Ich weiß jetzt nicht, wo sie gerade liegt, aber sie wurde jetzt zuletzt ja wieder erreicht und dann nur minimal angehoben. Schon 80 Mal wurde diese Obergrenze angehoben und das ist natürlich noch dümmer, als eine Schuldenbremse zu haben. Also das ist das Risiko, dass deswegen der Staat seine Rechnungen nicht zahlen darf, weil die Regel beknackt ist. Nicht, weil das nicht kann, weil US-Dollar fehlen. Wir haben vor 2 Jahren über Inflation geklagt. Die Inflation ist noch nicht besiegt, aber die Zahlen sind runter. Und da kann man ja den Ökonomen mal fragen. Die Europäische Zentralbank hat doch genau das empfohlen, was wir tun. Nämlich eine moderat restriktive Fiskalpolitik, vulgo, nicht so viel Geld ausgeben und die Wirtschaft anheizen, die Nachfrage anheizen, damit wir die gestiegenen Zinsen der EZB nicht konterkarieren durch geliehenes Geld, das wir für Subventionen und anderes nutzen. Also, mein Argument ist kein parteipolitisches. Noch nicht mal der Koalitionsvertrag. Auch nicht das Grundgesetz, das man ja mit 2/3 Mehrheit ändern könnte. Ich bin aus ökonomischen Gründen dagegen. Weil wir Inflation haben und... Das Zitat sollten wir uns übrigens mal merken, weil an ganz vielen Stellen sagt er, Schuldenbremse nicht dran, weil das ist in die Verfassung gegossen. Ja? Jetzt gerade sagt er, das könnte man mit 2/3 Mehrheit ändern. Das wäre nicht mal sein Argument. Ja? Immerhin, merken. Sie überwinden müssen. Und weil wir in unserem Haushalt viele ungelöste Probleme haben, würden wir einfach nur mehr Schulden machen, wäre das Ergebnis alle strukturellen Reformnotwendigkeiten, die wir zum Beispiel in unserem Sozialstaat haben. Das wäre alles weg, weil man würde den leichtesten Weg gehen. Über Schulden muss man dann, kann man sprechen, dann muss man keine Sozialreformen machen. Ich bin aber überzeugt, die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Denn am Ende des Tages muss es immer jemand zahlen und das sind die Bürger. Ja, das sind jetzt die Klassiker, ne? Also es muss jemand zahlen, also sind es die Bürger, hat er gerade gesagt, bedeutet, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Warum das nicht stimmt, ne, habe ich ganz ausführlich hier in dem MMT für Einsteigerkurs erklärt. Die Realität ist, es gibt kein Steuerzahlergeld, sondern Staatsgeld, was die Steuerzahler nutzen. Jeder Euro muss von Staat, ist eine staatliche Währung, erstmal erschaffen werden, bevor Steuerzahler Euros nutzen können, um damit ihre Steuern zu zahlen. Als Euro eingeführt wurde, ja, wurden ganz viele Euros geschaffen und damit die alten Währungen, in Deutschland beispielsweise die D-Mark, aufgekauft. Da hat kein Steuerzahler vorher irgendeinen Euro oder sonst was erwirtschaftet. Das ist mal das Erste. Das Zweite,
die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Ja, das ist so eine neoliberale Floskel. Man könnte jetzt sagen, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Und die Realität zeigt doch, also die Schulden sind in Deutschland gestiegen, ja, in den letzten Jahren, 20 Jahren, nur mal unter Wolfgang Schäuble kurz nicht. Und was ist mit den Steuern? Ja, sind die gestiegen? Ja, hat man irgendwelche Steuersätze erhöht? Das ist ja das, was er meint. So, dass die Steuereinnahmen steigen jedes Jahr, ist klar, weil es ist ja jedes Jahr höhere Preise, also nominal höhere Steuer, höheres Steueraufkommen, höhere Staatsausgaben, höhere Unternehmensgewinne, ja, so wie man jedes Jahr auch ein Rekordalter hat. Das sagt ja nichts. Aber er meint, er impliziert ja quasi, da müsste man irgendwelche Steuersätze erhöhen. Unternehmenssteuer wurde gesenkt, Spitzensteuersatz wurde gesenkt. Ja, also wir sehen überall Senkungen. Es gibt keine krasse Steuererhöhung in den letzten 2 Jahrzehnten. Steuersatzerhöhung. Von daher, ja, also das Argument zieht einfach nicht, hält einfach nicht. Und seine Gesamtannahme in der Argumentation ist ja, ja, wir dürfen keine Schulden machen, weil das treibt dann die Inflation. Ja, und deswegen sagt er auch, guck, die EZB hat gesagt, wir dürfen nur restriktive Finanzpolitik machen, weil die machen ja auch eine Hochzinspolitik und haben den Zins erhöht und offensichtlich sind die ja mit erfolgreich. Ist die Inflation runtergekommen, weil die EZB die Zinsen hochgezogen hat? Nein, die Inflation war ein Energiepreisschock, der gerade vergeht. In den USA haben sie das Gegenteil gemacht von dieser Sparpolitik. Ja, da hat Joe Biden rausgefeuert mit Inflation Reduction Act und die Inflation kommt auch runter. Bedeutet, die Inflation hat gerade mit der Netto-Staatsverschuldung nicht besonders viel zu tun. Ja, es sind Marktpreise, die aus Panik hochgetrieben wurden und jetzt runtergegangen sind. Und dadurch ist die Inflationsrate fast wieder am 2% Zielwert angekommen. Die EZB würde wahrscheinlich noch nicht mal selber sagen, dass sie mit ihren höheren Zinsen dafür verantwortlich war. Und wenn wir über den IWF sprechen, na, ist lustig, dass Linda ihn hier bemüht. Der IWF, der ist nämlich hier in dem Artikel auch vorgekommen. Sowohl der Chefökonom hat die Schuldenbremse kritisiert hier im Interview mit dem Handelsblatt. Deutschland zahlt den Preis für eine sehr harte Schuldenbremse, ja, und gibt den Ratschlag, dass Deutschland das korrigieren sollte, damit es mehr Wachstum gibt. Und hier haben wir die Vizechefin des IWFs, Gita Gopinath, und auch die empfiehlt, die Schuldenbremse zu lockern. Hier zum Beispiel, wir beim IWF denken, man könnte die deutsche Schuldenbremse moderat lockern. Bisher erlaubt sie in normalen Zeiten pro Jahr neue Schuldenhöhe von 0,35% des BIPs aufzunehmen. Wir meinen, dass es 1 Prozentpunkt mehr sein könnte. Also nicht nur 1 Prozentpunkt, sondern 1 Prozentpunkt mehr. Bedeutet, hat die Zeit dann übersetzt, 40 Milliarden mehr. Und darauf antwortet sie, ja, damit hätte man einen finanziellen Spielraum für die großen Investitionen, die jetzt nötig sind, etwa für die grüne Transformation oder für die Verkehrsinfrastruktur. Ja. So, zugleich sagt sie, bei 1,35% Neuverschuldung würde sogar der Schuldenstand, die Schuldenquote, ja, also Schulden im Verhältnis zum BIP, mittelfristig noch sinken. Tja, ob Christian Lindner wirklich den IWF da an seiner Seite hat? Ich glaube nicht. Was sagt denn der Ökonom aus Ihrer Sicht? Wieso und wie könnte man überhaupt die Schuldenbremse reformieren? Also erstmal ist der Rat des Internationalen Währungsfonds für Deutschland schon sehr, sehr deutlich. Die sagen, man sollte die Schuldenbremse insofern reformieren, dass man mehr Raum schafft für zusätzliche Investitionen, dass wir raufgehen von 0,35 auf ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts. Steht wörtlich da drin. Der Rat für die USA macht sogar 1,35%, ne? Weil sie sagt, 1 Prozentpunkt zusätzlich. Mag etwas anders aussehen. Aber doch andere Institutionen, international wie auch national, die vor einigen Jahren noch nie im Leben so etwas wie eine Reform der Schuldenbremse empfohlen hätten, haben ja mittlerweile ihren Kurs geschwenkt. Zum Beispiel Professor Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, ja, Clemens Fuß sogar vom IFO empfiehlt ein fettes Sondervermögen. Also da gibt es schon einige, die das jetzt empfehlen. Hat er schon recht. Also ich glaube, da ist mittlerweile die Diskussionslage sehr eindeutig. Und es geht, ganz wichtig, nicht darum, sie abzuschaffen, sondern es geht darum, eine Reform hinzubekommen, die eben ermöglicht, dass wir deutlich mehr Investitionen in die Zukunft stemmen können. Und da ist nämlich ganz wichtig zu sehen aus meiner Sicht, die Strukturreform, die Herr Lindner heute auch schon mehrfach angesprochen hat, also Entbürokratisierung, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und so weiter, das ist ja alles richtig und total wichtig auch. Aber solche Strukturreformen
die funktionieren eben nur in einem Umfeld, wo ansonsten eben auch ein Nachfrageschub da ist, dass die Konjunktur gut läuft. Das war auch schon während der Agenda 2010 so bei Gerhard Schröder. Damals kam der Impuls aus China, kam aus dem Rest der Eurozone. Das heißt, da hatten wir einen Nachfrageimpuls und deswegen haben auch die Strukturreformen am Arbeitsmarkt damals gewirkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkfehler, finde ich, den der Lindner hat, dass man, dass er Strukturreformen kombinieren will mit einem Sparkurs. Ja, aber und das wird nicht Herr funktionieren. Herr Söderkum, aber die Zahlen sprechen leider eine andere Sprache. Wir haben im Jahr 2019 vor der Pandemie 38 Milliarden Euro investiert. 2024 sind es 58 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Wir sparen nicht bei Investitionen, wir tun mehr. Es geht sogar noch weiter. Im letzten Jahr. Ja, erstmal hier wieder der Trick, der rhetorische, mit absolut nominalen Zahlen zu arbeiten. Ja. Natürlich ist die Wirtschaftskraft, aber oh, schade, die Wirtschaftskraft ist 24 nicht größer als 2019. Wir haben ja seit 4 Jahren Krise. Also das ist nicht mal ein Punkt. Bitter, ja, bitter. Sonst wäre der Punkt gewesen, im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, da sind die 58 jetzt weniger. Ja, schade, Wirtschaftskraft genauso groß. Deutsche Wirtschaft verhält sich wie ein Krebs, ja, schön seitwärts. Aber das Preisniveau ist ja viel höher. Das heißt, die 58 Milliarden Investitionen kaufen weniger. Trotzdem, wir kommen von einem extrem niedrigen Niveau. Dass die Ampel es jetzt besser macht als die GroKo 2019, so, ja, geschenkt. Oh, okay. Aber wir müssen ja uns daran orientieren, was sind die Bedarfe? Und die konservativsten Schätzungen gehen allein für Klimaschutz dafür aus, jedes Jahr bräuchte es 50 Milliarden mehr an Investitionen. Im KTF wollte man dafür was bereitstellen, im Klima- und Transformationsfonds, da wurde jetzt auch radikal rausgekürzt nach dem Urteil. Mit dem aus dem Bundeshaushalt, was da zusätzlich drauf kommt, kriegt man es nicht hin. Also es ist trotzdem zu wenig. Und naja, selbst die Gemeinschaftsdiagnose, ne, von den führenden deutschen Wirtschaftsinstituten, von DIW sozialdemokratisch bis hin zu IFO und IW konservativ arbeitgebernah, die auch die haben übrigens eine Reform der Schuldenbremse in ihrem Gutachten, in der Gemeinschaftsdiagnose, ja, wo alle führenden Institute sich darauf geeinigt haben. Das zum einen. Und zum anderen sind die alle ganze Zeit dabei zu fordern, bitte, bitte mehr Investitionen in Infrastruktur, in die Transformation, mehr Geld ausreichen. Ja? Also es ist jetzt wirklich irgendwie keine Sondermeinung von Südekum oder sonst noch was. Die Investitionsbedarfe, daran gilt es sich ja zu messen. Ja, standen im Klima- und Transformationsfonds für Zukunftsinvestitionen 36 Milliarden Euro zur Verfügung. Genutzt wurden davon 21 Milliarden Euro. Zu viel Bürokratie. Der Rest ist liegen geblieben. Das ist genau der. Erstens, weil der Staat, ja, kaputt gespart wurde. Viele Behörden haben Personalmangel, da kann da nicht ordentlich geplant werden. Und zweitens waren im KTF nicht nur Investitionen, sondern auch Förderungen. Beispielsweise für Solarprogramme, ja, Förderungen für den Heizungstausch, all solche Sachen. So, und wenn die Leute verunsichert sind und das nicht wahrnehmen, oder für ein Eigenheim beispielsweise, Eigenheimsförderung für klimafreundliches Bauen, so, das wurde dann auch nicht angenommen. Ja, dann hat man vielleicht auch die falschen Programme geschnürt. Ja. Der Punkt, es hilft nicht. Also Sie haben jetzt wirklich gesprochen wie das SPD-Mitglied Südekum und nicht wie der Professor Südekum. Was er übrigens ist, es das hilft, ist der Transferhelfer gesagt. Ja, aber ist doch toll. Ich habe viel. Ja. Shots fired. Ja. Macht er nachher nochmal stärker den Punkt, achtet mal drauf. Damit will Christian Lindner ihn runterholen auf sein eigenes Niveau und eine FDP gegen SPD-Diskussion daraus zu machen, damit er nicht gegen die Wissenschaft argumentieren muss. Ist ja auch okay. Vielen Sozialdemokraten zu tun und schätze das auch sehr. Aber CDU-Mitglieder sagen ja mittlerweile durchaus ähnliche Dinge, nicht? Ja, habe ich noch nicht so viele gehört, einzelne in den Ländern. Ja, ich mache aber gleich einen Vorschlag. Ich mache gleich einen Vorschlag, was man tun kann. Ich bin ja nicht orthodox. Doch. Wir haben Investitionen, aber unser heutiges Problem ist, dass die Investitionen auf
eine schlechte Angebotsseite treffen. Das heißt, wir haben den Fachkräftemangel, wir haben lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu viel und zu hohe Steuern. Das heißt, die privaten Investitionen kommen nicht und der Staat selbst ist gefesselt durch die Kapazitätsprobleme. Das heißt, wir müssen das beides miteinander lösen und im Zuge der Verstärkung auch der wirtschaftlichen Aktivität werden dem Staat neue Mittel zufließen. Das Ganze passiert aber in einem... Die Frage ist, wer geht voran? Ne? Christian Lindner glaubt, er muss nur ein bisschen Steuern senken, ein bisschen Bürokratie weg und dann legen die Privaten los und laufen los. Nein, nein. Erst braucht es volle Auftragsbücher bei den Privaten und Planungssicherheit. Ja? Wo werden beispielsweise die Energiepreise in den nächsten 10 Jahren liegen? Was wird mit der Elektrifizierung sein? Speichermöglichkeiten? All solche Sachen, um vor allem in der Industrie Investitionsentscheidungen treffen zu können. Die Sicherheit gibt es nicht. Der Zins wird jetzt gerade hochgeschraubt, bald geht er wieder runter. Wie schnell, weiß man auch nicht. Also was mit den Finanzierungsbedingungen sich tut. Man muss erst die Wirtschaft ankurbeln und die Unternehmen dazu bringen, dass quasi ihre Bücher voll sind, die nicht hinterherkommen. Dann kriegt man auch eine Investitionsdynamik da rein. Es als Staat vorzumachen, wir sparen und sorgen für Unsicherheit, weil wir uns beispielsweise nicht mehr zutrauen, E-Autos zu fördern, ja, und den Umweltbonus sowohl privat als auch gewerblich abschaffen und jetzt ein Drittel bis die Hälfte weniger E-Autos jeden Monat zugelassen werden als im letzten Jahr. Ja, das ist das Gegenteil von Planungssicherheit. Ja. Dann fangen die Automobilhersteller in Deutschland an, wiederum ihre Pläne einzukassieren, ja, runter zu skalieren, dann sind da die großen Verleiher, Miles und Co. mit ihren Carsharing-Modellen, die sagen dann, oh, wenn E-Auto jetzt der Markt dann doch nicht klappt, ja, und die Hersteller auch wieder einrollen, dann rollen wir auch zurück und machen erstmal Piano und setzen wieder auf Verbrenner. Also so kriegt man ja den Fortschritt gerade nicht hin. Ja. Der Staat muss vorangehen, klare Rahmenbedingungen für 10, 15 Jahre plus brummende Wirtschaft, dann läuft. Dann lösen sich auch viele Probleme, ja, auf der Angebotsseite. Eine Ausnahmesituation, denn wir haben in Europa einen Krieg, von dem wir nicht wissen, wann er zu Ende gehen wird. Und das wird uns viel Geld kosten. Ja. Wenn das Sondervermögen ausläuft, ja, spätestens 2028, dann steigt die Summe im Verteidigungsetat von 50 Milliarden auf 80 Milliarden. Mhm. Woher kommen diese 30 Milliarden, Herr Lindner? Gute Frage. Vorab, ne, ich hätte mir natürlich gewünscht, Jens Südekum, weil er da die Wissenschaft vertreten will, geht er natürlich nicht polemisch bei Christian Lindner rein. Ne? Aber wünschenswert wäre ja beispielsweise gewesen, als Christian Lindner sagte, IWF ist dafür, welche Stimme denn genau dafür ist und ob er die Position kennt, ja, vom Chefökonom und von der Vizechefin. Oder woran Christian Lindner festmacht, dass er mit der Sparpolitik, ja, der, wie selbst sagt, restriktiven Finanzpolitik, die Inflation bekämpft hat. Woran macht das fest? Ja? Ihn da mal herauszufordern und nicht mit seinen Floskeln davonkommen zu lassen. Jedenfalls nicht durch immer neue Staatsverschuldung. Ich sage gleich, was mein Weg ist. Ich will nur ein Argument noch sagen, wo ich warne, wo auch die Analogie, die Herr Südekum nahelegt, zur privaten Wirtschaft nicht stimmt. Wir zahlen gegenwärtig mehr Zins, als wir Wachstum haben. Und in einer solchen Situation immer neue Staatsverschuldung zu machen, ist ein Problem. Weil durch den Zins steigt die Verschuldung schneller als das wirtschaftliche Wachstum. Das heißt, wir würden uns strangulieren über einige Jahre. Hier ist mein Vorschlag. Wir hatten 2000 und... Das stimmt nicht, weil Zinssenkungen sind erstens längst wieder absehbar. Deswegen ist auch die Rendite auf deutsche Staatsanleihen zuletzt deutlich gesunken. Können wir uns mal angucken. Hier sehen wir einmal die Rendite für deutsche 10-jährige Anleihen. Ja, die war schon hoch bis auf knapp 3%. Dann hatte man hier schon mal eine Zinssenkung erwartet. Die ist dann nicht gekommen und steht jetzt bei 2,5. Also deutlich, deutlich weniger. Allerdings kommen wir natürlich, ja, aus der Niedrigzinsphase von negativen Renditen. Ja, dann ist das natürlich trotzdem hoch und bitter im Vergleich. Aber es geht längst wieder runter. Dazu kommt Christian Lindner, ich habe es hier im Newsletter Lindners Zinslüge genannt und erklärt, rechnet die Zinskosten hoch. Ich habe das im April 2023 hier erklärt.
Im Dezember hat die Zeit dazu auf Anfrage der Linken dann ein Zitat vom BMF gebracht, was das genauso bestätigt, nämlich im 23er Haushalt waren 37 Milliarden an Zinskosten geschätzt. Hätte man die Zinsausgaben periodengerecht abgegrenzt verbucht, läge dieser Wert um 17 Milliarden Euro niedriger bei 20 Milliarden. Heißt, Lindner rechnet die hoch, um damit jetzt hier auch sein Argument zu machen. 19 vor der Pandemie, eine Schuldenquote in Deutschland von 59%. Durch die Pandemie bis 2021 ist das auf 69% gestiegen. Oh, Schreck. Milliarden, Milliarden, Milliarden. Milliarden, Milliarden, Milliarden. Oh, 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 Schreck. Der Untergang. Die Realität ist, keine andere Industrienation, kein anderes G7-Land hat so wenig Schulden wie Deutschland, so eine geringe Schuldenquote. Ja, die liegen alle da drüber, weit über 100%. Milliarden und in der Quote gemessen an der Wirtschaftsleistung plus 10%. Während meiner Amtszeit sind wir jetzt... Achtung, Klugscheißer-Hinweis, plus 10% Punkte. Schon runter auf knapp unter 64. Wenn wir ein wenig Disziplin noch bewahren, noch 3 Jahre Disziplin bis 2028. Auch hier, ne? Er sagt, in meiner Amtszeit sind wir runter auf 64. Wenn wir jetzt noch was weiter Disziplin bewahren, dann suggeriert er, hätte er den Schuldenstand von 69 auf 64 mit Disziplin runterbekommen. Die Wahrheit ist, die Schuldenquote ist gesunken wegen der Inflation. Ja, denn es wird der absolute Schuldenstand gemessen, geteilt unten durch die Wirtschaftsleistung, und zwar die nominale. So, und bei Inflation wächst natürlich das nominale BIP. Da kann das Reale sogar schrumpfen. Nominal kann es steigen. Das ist auch passiert. Und das ist schneller gestiegen, kein Wunder bei 6-7% Inflationsrate, als die Schulden, als das, was über dem Bruchstrich steht. Ja? Und wenn das unter dem Bruchstrich schneller wächst als das oben, wird natürlich das Ergebnis kleiner. Einfache Mathematik. War das Disziplin von Herrn Lindner? Nein, es war der Preisschock, der Energiepreisschock, der das schuld war, der das verursacht hat, nicht Christian Lindner. Dann werden wir in der... Ja, nein, Moment. Also sagen Sie den Satz hin. Ja, dann werden wir 2028 auf dem Vor-Corona-Niveau sein. Wir haben dann also die pandemiebedingte Verschuldung aus unseren Staatsschulden raus. Ja, toll, ne? Dann haben wir die Verschuldung raus. Allerdings ist die Wirtschaftsleistung dann vermutlich immer noch auf dem Niveau von 2019. Grandios, Herr Lindner. Und das ist der Moment, wo mein Vorschlag kommt. Dann, nach 3 Jahren jetzt noch Disziplin, glaube ich, können wir es uns gut erlauben, auf die Tilgung der Pandemieverschuldung so schnell wie das geplant ist zu verzichten. Das sind nur 9 Milliarden. Das bringt zunächst einmal 10 Milliarden Euro zusätzlich. Und wenn wir dann noch auf den Sport der Politik verzichten, jeden Tag eine neue Staatsaufgabe, jeden Tag eine neue Subvention und die Wirtschaft in Fahrt bringen, dann wird uns das gelingen. Ich möchte erstmal Frau. Also, er will die 30 Milliarden, die dann allein für die Erfüllung der NATO-2%-Quote gebraucht werden, ja, wenn Bundeswehr-Sondervermögen leer ist. So, man will die 2% NATO-Quote erfüllen, dann bedeutet das 80, 90, je nach Wirtschaftsleistung, Milliarden pro Jahr aus dem Haushalt. Im Moment sind es 50, kleines bisschen mehr, bedeutet mindestens 30 Milliarden mehr braucht man, vielleicht sogar 40 Milliarden. Und das will Lindner mit 10 Milliarden finanzieren und ein bisschen weniger, was auch immer. Ja, Sport nennt er das, Haushaltssport, wenn Leute immer mehr fordern. Bedeutet eigentlich, er will 20 Milliarden oder 30 Milliarden, wie viel dann fehlt, sogar noch irgendwo kürzen. Am Sozialstaat, ja, bei Arbeitslosen, bei Asylbewerbern. Die Realität ist, erstens unmenschlich und idiotisch, zweitens, es würde gar nicht funktionieren, weil da so viel gar nicht zu holen ist. Vorher grätscht das Bundesverfassungsgericht dazwischen. Ja, dass sich der Finanzminister nicht schämt und dass Karmioske ihn damit durchlässt, dass er einfach sagen kann, ich finanziere 30 Milliarden mit einer 10 Milliarden Idee. Immerhin muss man sagen, ja, der Vorschlag macht Sinn, Corona-Schulden später zu tilgen, ist ein alter Hut, sagt sogar Lars Feld, hat sich dafür ausgesprochen, das auch zu strecken, die Tilgung, weil in der Zukunft wird dann das natürlich entsprechend günstiger bei höherem Preisniveau, die Tilgung höheren nominalen Einnahmen, Staatssteuereinnahmen, die Tilgung durchzuführen. So, ist nur clever. Toll, dass er jetzt Christian Lindner davon überzeugt hat. Toll, dass wir 10 Milliarden mehr haben. Aber es reicht ja nicht. Ja?
Frau Duns fragen, den Verteidigungsetat, den weiter ansteigenden, nur durch eine anspringende Wirtschaft finanzieren zu wollen. Ist das, mal unabhängig davon, ob das ökonomisch sinnvoll ist, was Herr Südekum sich ja auch gleich sagen wird, politisch in dieser Koalition überhaupt durchsetzt? Ökonomisch ist das wirklich Quatsch, ne? Weil also Deutschland kauft ja Kampfjets aus den USA. Da fließen die Milliarden erstmal weg, nicht in die deutsche Wirtschaft. Greenpeace hatte dazu mal eine Studie. Investitionen in Bildung, Investitionen in ökologische Transformation hier vor Ort bringen viel mehr Wachstum, viel mehr neue Arbeitsplätze als Verteidigungsinvestitionen. Wenn dazu noch am Sozialen gespart wird, ja, wenn man beim Sozialstaat spart, dann beschneidet man automatisch sofort ganz heftig fast 1:1 die Nachfrage, weil Leute mit wenig Geld, die Sozialleistungen bekommen, geben natürlich jeden Euro aus. Die können sich gar nicht leisten, was zu sparen. Die müssen den Alltag wuppen. Wenn die weniger haben, so, dann fehlt das natürlich bei Bäcker Lutze im Geschäft, beim Friseur, beim Fahrradhändler, beim Waschmaschinenhersteller, wo auch immer. Ja? Damit beraubt man also sich Wirtschaftsleistung. Das heißt, die Kombination höhere Verteidigungsausgaben und weniger Sozialleistungen werden der Wirtschaft schaden, werden die Wirtschaft ausbremsen, nicht ankurbeln. Wir haben einen Fakt, Sie haben es angesprochen, das ist dieser Krieg. Und wir haben es gesehen an diesem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, was wirklich in berauschender Geschwindigkeit zusammenschrumpft. Wir wissen, was das kostet. Wir wissen, dass es auch nicht genug sein wird, auch nicht genügend Hilfe für die Ukraine ist. Und dann nur mal nebenbei, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert und es sieht nicht unbedingt danach aus, dass sie Russland komplett zurückdrängen kann, dann wird es für uns unvergleichlich teurer. Ich finde dieses Bild mit dem Haus ganz schön. Wenn Sie sagen, ich möchte meinen Kindern ein Haus vererben, müsste das eigentlich einigermaßen in Schuss sein. Was Deutschland gerade macht, ist zum, ich überspitze etwas, zu so einem Schrotthaufen runter zu regieren. Nee. Und Sie haben gesagt, Herr Lindner, das sind dann am Ende Steuererhöhungen. Nur die Last, die die junge Generation zahlen muss, wenn die Industrie abwandert, wenn Miele nach Polen geht, Stiel in die Schweiz, wenn die Amerikaner, ich sag's noch kurz zu Ende, die Amerikaner unvergleichlich viel investieren, dann und die Enkel dann irgendwann sagen, bei der Lage in den 20er Jahren, Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, Klimawandel, Energiewende, was habt ihr so gemacht? Ihr habt gespart. Und wenn Sie sagen... Sehr gute Punkte, sehr, sehr gute Punkte. Ja, das mit den Steuererhöhungen ist kein legitimes Argument von Lindner. Also Schulden heute, gleich Steuererhöhung morgen. Es ist falsch. Ja, das lässt sie ihm aber durchgehen, um stattdessen die anderen Punkte stark zu machen. Sehr gut, ja, alles richtig. 3 Jahre brauchen wir... Zumal, dass ja dann die nächste Generation mit weniger Erwerbstätigen hinbekommen muss. Ja, weil die Babyboomer ja den Arbeitsmarkt verlassen. 2036 geht man davon aus, 7 Millionen netto weniger auf dem Arbeitsmarkt an Personen. Ja, 18 Millionen Boomer, die verlassen, 11 Millionen Junge, die nachkommen. Wenn noch, dann würde ich sagen, das sind wirklich 3 verlorene Jahre, aber jetzt da Frau zu sparen. Duns, ich muss es nochmal sagen, wir sparen nicht. Es ist richtig. Sie müssten viel mehr ausgeben. Ja. Ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr wäre das eine. Die Bildung, Digitalisierung, Klimawandel, ja. Wirtschaft ist ja noch gar nicht mitgerechnet. Ihre Punkte, aber Sie haben 2 Dinge gesagt. Auf beide würde ich gerne eingehen, weil sie wichtig und interessant sind. Der erste Punkt ist der, wir würden sparen. Wir sparen nicht. Wir geben zu wenig aus. Entschuldigung. Wir haben immer mehr Wünsche und immer größere Anforderungen an den Staat. Übrigens auch aus der Wirtschaft. Die fragt fortwährend nach Subventionen. Übrigens hat die Gemeinschaftsdiagnose, also die führenden Wirtschaftsinstitute, in ihrem letzten Gutachten von vor 1-2 Wochen der Ampel bescheinigt, dass ihr 24er Haushalt restriktiv wirkt, die Wirtschaft belastet, weil sie den Leuten 27,5 Milliarden Euro mehr wegnimmt. Über höheren CO2-Preis, LKW-Maut, all die Sachen, die sie dann neu eingehen, Mehrwertsteuererhöhungen, höhere Sozialabgaben, all die Sachen, die sie als Belastung einführen, als sie an Steuersenkungen, kalte Progression, Grundfreibetrag ihnen geben. Ja? Doch das ist ein Sparhaushalt. Kann trotzdem eine Netto-Neuverschuldung drunter stehen. Ja? Es ist trotzdem ein Sparhaushalt. Es ist kein Austeritätshaushalt wie in Griechenland oder von Italien gefordert, aber
erst recht angesichts der Krise, wo es mehr Impulse bräuchte und der Investitionsbedarfe, ist das ein Sparhaushalt. Wir haben einen Sozialetat, der wird immer größer, weil sich auch für viele die Arbeit... Selbstverständlich wird der nominal immer größer. Und wir gerade, come on, 1 Million Ukrainer, geflüchtete Ukrainer aufgenommen haben. Natürlich wird der dadurch größer. So nicht mehr lohnt oder auch die zusätzliche Arbeit. Und das sind strukturelle Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Es nur über Schulden zu lösen, ich kann davor nur warnen, weil auf Dauer werden wir über die Zinsen Probleme bekommen, wie heute schon Frankreich. Und es gibt ein zweites Argument, das ich gerne sagen will. Und das betrifft das, wo Sie das Geld einsetzen wollen. Sie haben ja gerade gesagt, die Industrie wandert ab und Miele haben Sie erwähnt. Man könnte übrigens das Unternehmen Stihl noch nennen. Die haben gesagt, dass sie künftig Produkte in der Schweiz produzieren wollen. Aber wissen Sie, was die Gründe da sind? Die Gründe sind nicht Subventionen. Subventionen heißt ja, die Politik nimmt Schulden auf und dann entscheiden Politiker und Beamte, welches Unternehmen bekommt Staatsgeld, um erfolgreich zu sein. Nö, müssen nicht unbedingt Schulden sein. Kann auch aus dem normalen Haushalt sein. Das hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Ich bin dafür, da können wir gern drüber sprechen, für alle die Steuerlast zu senken. Ich bin dafür, für alle die Bürokratie zu reduzieren. Nehmen wir das aktuelle Lieferkettengesetz, hochbürokratisch, kann aus meiner Sicht schlanker werden. Haben Sie auf jeden Fall blockiert in der EU. Ich bin dafür, dass wir für alle die Fachkräfteversorgung verbessern. Und das wäre ein marktwirtschaftlicher Aber Weg. Die Frage ist, wie soll das alles finanziert werden, Herr Södekum? Genau. Also erstens, die Zahlen, die im Raum stehen, deuten sehr deutlich auf einen Sparkurs hin. Die Zahlen sind ja noch nicht ganz öffentlich, aber in der Bild-Zeitung ist zum Beispiel kolportiert, dass die Haushaltsplanung für 25 vorsehen, eine Budgetkürzung von nominal wirklich einer Kürzung von 25 Milliarden. Ja, also für den 25er Haushalt, ich habe eben von dem 24er gesprochen. Das heißt also ein echter Sparkurs. Dabei, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir ja diverse Ausgabenbedarfe. Bei den Investitionen, es gibt ja Berechnungen, dass wir auf staatlicher Seite ungefähr einen Zuwachs von 50 Milliarden pro Jahr brauchten, alleine zur Erreichung der Klimaziele. Das heißt, der Aufwuchs, der stattgefunden hat bei den Investitionen im Bundeshaushalt, das ist ja sehr ehrenwert, die 20 Milliarden, aber es ist zu wenig. Und wir haben da eben noch Digitalisierung obendrauf und der ganze Verteidigungsbereich. Das heißt, wir haben einen riesigen Mehrbedarf, der auf den Staat zukommt. Und es ist völlig illusorisch, diese Summen mobilisieren zu wollen durch Kürzungen an anderer Stelle, sei es im Sozialbereich oder sonst irgendwo. Sie werden dadurch nicht 30 Milliarden einsparen. Wir hatten ja vorhin gerade das Thema Agrardiesel, da ging es um ein paar hundert Millionen und das ganze Land hat stillgestanden. Aber Herr Wiedekomm, also wir hatten, wenn Sie beim Bürgergeld, ja, wenn wir realistischerweise unterstellen wollen, was wäre dort zu holen an Einsparpotenzial, sind wir vielleicht bei 2 Milliarden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie haben gesagt, wir können... Schön wäre noch gewesen, dass er, wenn er gesagt hätte, dass beim Bürgergeld was zu holen, eben auch für die Nachfrage, für die lahme Nachfrage, die wir in Deutschland haben, ja, miese Zahlen, Umsatzzahlen im Einzelhandel, generell mit Lebensmitteln noch drastischer, weil da wird real preisbereinigt zu wenig aus den Supermärkten getragen, wie 2016. Ja? Wenn man dann beim Bürgergeld kürzt, kürzt man 1:1 an der Nachfrage, an den Umsätzen im Einzelhandel. Wir können uns das nicht erlauben wegen der Zinsen. Auch das stimmt nicht. Die Schuldentragfähigkeitsanalysen der Europäischen Union, die ja auch im Zuge der dortigen Diskussion um Fiskalien stattgefunden haben, haben auch wieder gezeigt, Deutschland ist das kreditwürdigste Land auf der Welt. Und wir haben auch diese Problematik nicht, dass wir sozusagen auf einem explosiven Pfad bei den Staatsverschuldungen sind. Die Ratingagenturen haben jetzt zum ersten Mal schon so langsam angedeutet, dass das deutsche AAA-Rating, also Deutschland ist ja eins der wenigen Länder, die das AAA noch haben, dass das in Gefahr geraten könnte perspektivisch. Aber nicht etwa, weil wir es übertreiben bei den Schulden, sondern weil unser Wachstumspotenzial so schwach ist und von daher die Schuldenquote von dort unter Druck gerät. Das heißt, auch von dort werden wir langsam aufgefordert. Dazu nochmal ein sehr schönes Zitat hier aus dem Artikel zuletzt, nämlich wer ist eigentlich für welche Schuldenbremsenreform? Die Ratingagenturen, zum Beispiel Moritz Krämer, der war lange Chefanalyst für Länderratings beim Marktführer Standard & Poor's. Heute ist er Chefvolkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Der hat im Spiegel erklärt, ein guter Analyst wird erkennen, dass wir, also Deutschland, kein Finanzproblem haben, sondern ein Wachstumsproblem. Er fordert, die erlaubte Neuverschuldung von 0,35 auf 2% der Wirtschaftsleistung zu erhöhen.
Das wären rund 70 Milliarden Euro mehr Spielraum und sagt, selbst wenn man die Schuldenbremse abschaffen würde, wäre die Sorge wahrscheinlich nicht allzu groß. Ähnlich klingt Eiko Sievert, der Deutschlands Rating bei der europäischen Ratingagentur Scope verantwortet. Zitat, es reicht für ein Land nicht aus, nur einen niedrigen Schuldenstand zu haben. Wichtig ist auch das Wachstumspotenzial. Da geht es für Deutschland eher bergab. Für ein AAA-Rating muss man nicht unbedingt auf neue Schulden verzichten, so Sievert gegenüber dem Spiegel. Und weiter, Schulden, die das Wachstum steigern, können sich sogar positiv auf das Rating auswirken. Kein Wunder, schreibe ich dann, dass auch er für eine Reform der Schuldenbremse plädiert. Herr Lindner, wo werden wir aufgefordert, mehr zu tun für unser Wachstum? Jetzt bin ich beim konkreten Vorschlag. Ja? Es ist ja richtig, ich bin durchaus bei ihm, bei Strukturreform, Entbürokratisierung und auch bei steuerlichen Entlastungen gehe ich mit, solange sie für Unternehmen sind, die tatsächlich investieren. Und da gibt es ja entsprechende Vorschläge, etwa über Investitionsprämien, günstige Abschreibungsbedingungen. Herr Lindner möchte gerne den Soli abschaffen. Wo sollen die 12 Milliarden herkommen? Warum können wir nicht sprechen über ein Programm, ein Paket? Den Soli abzuschaffen würde übrigens überwiegend die Gut- und Spitzenverdiener entlasten, denn die Top 1% zahlen 60% des heutigen Soli-Aufkommens. Ja? Würde auch ein paar Unternehmen entlasten, selbstverständlich. Ja? Allerdings auch da nicht unbedingt die, die wirklich investieren wollen, wie Südokum ja richtig sagt. Aber Soli ist wirklich, also Trickle-Down-Economics, einfach Unternehmenssteuern plump runter und Spitzenverdiener entlasten. Das ist der Soli. Entbürokratisierung, Steuerentlastungen, aber wir nehmen eben zur Kenntnis, dass das den Staat erstmal Geld kosten wird. In einer Größenordnung von 30 Milliarden aufwärts, eher 50 Milliarden pro Jahr. Und wir schließen diese Lücke durch zusätzliche Kredite und reformieren die Schuldenbremse in diese Richtung. Das wäre ein Programm, würde ich auch sagen würde, dass die Ampel noch mal zeigen kann, was sie sozusagen auch möglich hat und was auch für die FDP anschlussfähig ist. Letztlich ist es doch ein FDP-Programm, Steuerentlastung zu finanzieren. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sich sozusagen so eingegraben haben. Ich habe mich gar nicht eingegraben. Sagen, Sie wollen einerseits Strukturreform, aber bleiben die Antwort, wie Sie die überhaupt bezahlen wollen, bleiben die permanent schuld. Weil dazu gibt es noch einen interessanten Gastbeitrag vom Michael Hüter. Es ist der Chef vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW. Und der stellt fest, die Schuldenbremse ist faktisch eine Steuersenkungsbremse. Recht hat er. Und da die FDP doch so für Steuersenkungen ist, das ist das Argument, was Südokum auch gerade macht, warum, Herr Lindner, nehmen Sie sich nicht den Spielraum? Warum sind Sie da orthodox, auch wenn Sie eben was anderes behauptet haben? Es gibt einen Unterschied zwischen Ihnen als Sozialdemokraten und mir als Liberalen. Ich muss das jetzt so sagen, weil Sie sprechen jetzt wirklich sehr parteipolitisch und nicht mehr für... Jetzt spricht er ihm auch ein rhetorischer Trick, allerdings ein sehr fieser. Jetzt spricht er ihm die Wissenschaftlichkeit ab, ja, und holt ihn wieder runter, FDP gegen SPD. Ich sag mal, den Mainstream also, ihrer Zunft. Das ist die Position, die... Und stellt ihn als Außenseiterposition dar. Ja? Sie sprechen jetzt nicht als Wissenschaftler und nicht für den Mainstream der Zunft. Wohlgemerkt, Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, ja, hat quasi dasselbe in diesem Gastbeitrag geschrieben. Sie vom Internationalen Währungsfonds etwa so kommen würden, die im Economy besteht, in der Financial Times. Also Sie können das jetzt nicht aber, auf so eine parteipolitische kann ich gerne machen, Herr Südekum, weil Sie als Wissenschaftler müssten wissen, dass die Empfehlung des Internationalen Währungsfonds auf einer mehrjährigen Betrachtung von Investitionsquoten in Deutschland basiert. Alles Vergangenheitsbetrachtungen. Die aktuelle Investitionstätigkeit spielt da keine Rolle. Gerade wenn Sie jetzt sagen, Sie sind Wissenschaftler, dann müssten wir das so detailliert miteinander besprechen. Scharf geschossen, ja. Scheinbar ist Lindner angefasst. Aber darf ich jetzt auf die Sache wiederkommen? Ich würde gerne einmal noch auf die Sache kommen. Nur weil es zu theoretisch wird. Ich werde jetzt. Kam Joska, weil es zu theoretisch wird. Ja. Es ist noch überhaupt 0,0 theoretisch geworden. Ja. Lindner hat kein Theorieargument gemacht. Lindner hat schwarze Rhetorik bemüht, um Südokum zu diskreditieren. Es war 0,0 theoretisches Argument. Jetzt praktisch. Okay. Ich werde praktisch, weil... Das wäre es ja noch, ja, sonntags abends in der ARD mal theoretisch diskutieren. Nicht auszudenken. Weil ich das Gefühl hatte, es war... Sie dürfen einmal antworten, natürlich. Ja, also ich bin der Überzeugung, und das ist der Unterschied zwischen uns, und die Diskussion führe ich auch in der Koalition in gleicher Weise. Ich weiß nicht, welche Branche und welches Unternehmen Zukunft hat.
Und deshalb möchte ich für alle, für den kleinen Handwerksbetrieb und für das Industrieunternehmen gleiche Rahmenbedingungen schaffen. Ich möchte nie. Macht er auch clever, ne? Also Christian Lindner antwortet nie direkt auf das, was Südikum sagt oder die Kritik, ja, wenn dann mit rhetorischen Zielmitteln wie gerade, ihm die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, ja, und ihn als isolierter Außenseiter Position darzustellen. Und dann paraphrasiert er quasi, was Südikum gesagt hat, ja, aber in so einer verfälschten Art und Weise, um sich dann davon zu distanzieren und selbst Punkte zu machen, die No-Brainer sind, wo jeder zustimmt. Ja. Weil er zum Beispiel sagt, sein Weltbild hier oder sein ökonomisches Bild sei nicht, dass der Staat definiert, was die Zukunftsbranchen sind und was nicht. Ne? Er wüsste das ja nicht. Deswegen will er alle entlasten, vom Handwerker bis zum Industriebetrieb. So, da können dann viele nicken. Rhetorisch 1A, allerdings keine echte Debatte, ja, kein echtes Gegenargument. Es wäre jetzt an Carmen Joska, das eigentlich, naja, den Zuschauern zu erklären, was gerade passiert ist und Christian Lindner zu ermahnen, von diesem rhetorischen Schaukampf wegzukommen zu den Inhalten und auch zu sagen, das hat Herr Südikum ja gar nicht gesagt, aber was sagen Sie denn zu dem konkreten Vorschlag? Was haben Sie denn dagegen? Warum sind Sie dagegen? Ja? Generell, jetzt mal so im Allgemeinen, würde ich mir für solche Talkshows einfach viel häufiger die plumpe Frage warum wünschen. Ja, einfach warum, warum, warum. Damit diese ganzen wilden Thesen erklärt werden müssen. Nicht, dass die Politik entscheidet, da verbieten wir eine Technologie, da subventionieren wir eine Branche. Das ist ein anderes Wirtschaftsmodell, ist jedenfalls nicht meins. Es gibt ein zweites Argument. Das war aber nicht mein Vorschlag, den ich gerade gemacht habe. Ich sprach von Steuerentlastung. Deswegen muss Südikum sich jetzt selbst davon direkt distanzieren. Genau das war das Ziel von Christian Lindner. Ja? Und jetzt hat er aber schon so viel Redezeit gehabt. Und Carmen Joska hat schon Lachen auf dem Gesicht, ja, weil sie den Trick vielleicht erkennt, aber nicht interveniert. So, und Lindner weiß, läuft. Für alle. Sie haben von Investitionsprämien gesprochen. Die wird ja dann vermutlich für Klimaschutz Vorhaben sein. Unabhängig und auch für kleine Unternehmen. Genau. Also das Wachstumschancengesetz nur skaliert. Ja, aber eben nicht nur für einzelne Investitionsvorhaben, sondern ich möchte es gerne für alle haben und nicht bezogen auf einzelne Technologien. Es gibt ein zweites Argument, was ich entgegenhalten will dieser Idee. Wir nehmen einfach mehr Geld und dann sind die Probleme gelöst. Ich mache das doch in meinem Ministerium. Wieder paraphrasiert, ja, auch das hat Südikum nicht gesagt. Ja. Ministerium auch und sagt, um Gottes Willen, wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen. Wenn ich euch jetzt noch so und so viele Millionen besorge, wird dann das da schneller digital. Dann sagen die, Geld ist jetzt nicht das Problem, wir haben die Leute, die das umsetzen nicht. Fragen Sie doch mal die Leute, die einen Handwerker suchen. Da haben wir doch Knappheiten. Das ist doch der Grund, Herr Südikum, warum von den 36 Milliarden Euro von Investitionen, die Sie wollen, im letzten Jahr im Klima- und Transformationsfonds nur 21 abgeflossen sind. Wenn jetzt letztes Jahr die 36 alle weg gewesen wären, dann würde ich mit Ihnen darüber diskutieren. Aber es ist eine theoretische Diskussion, mehr zu fordern, wenn noch nicht einmal das Bestehende genutzt wird. Da ist irgendwie das Aufweichen der Schuldenbremse zum Selbstzweck geworden. Angesichts dieser dramatischen Lage interessieren sich Leute sehr dafür, ob wir viel mehr werden sparen müssen. Und da würde ich jetzt gerne noch hinkommen, denn Sie werden morgen im Präsidium ein 5-Punkte-Papier verabschieden zu Sparpolitik. Auch Sparpolitik gehört damit rein, zu Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und da geht es auch, und da können wir jetzt noch einmal ganz kurz hingucken, weil wir so viel Zeit dann doch nicht mehr haben, um das Bürgergeld. Jetzt guckt er schon auf die Uhr. Genau, und da sagen Sie, dass Sie die Berechnungsmethode neu justieren wollen und dass Sie Sanktionen verschärfen wollen, ja, für die, die zumutbare Arbeit verweigern. Sind Sie da inzwischen näher an der CDU und dem Generalsekretär Carsten Linnemann, der auch wieder eine Arbeitspflicht ab 6 Monaten fordert und wieder eine Vermögensprüfung? Für mich ist das keine parteipolitische Frage, sondern eine Auswertung der praktischen Aber mich interessiert es auch inhaltlich. Wie weit würden Sie gehen? Ja, ich weiß nicht, was die CDU von unseren Überlegungen sich jetzt auch schon zu eigen gemacht hat. Aber ich mache es wirklich jetzt aus der Perspektive der praktischen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die Situation ist ja so, dass wenn wir etwa die Geflüchteten aus der Ukraine nehmen, dass die im europäischen Ausland überproportional häufiger in Arbeit sind als in Deutschland. Also müssen wir uns doch fragen, was stimmt an unseren Systemen nicht. Und deshalb sage ich auch nicht, dass das eine Sparpolitik ist, für die ich eintrete. Wenn Menschen arbeiten, dann hat das natürlich einen Effekt auf den Staatshaushalt, weil die Leute nichts empfangen, sondern sie zahlen Steuern und Abgaben. Aber Arbeit ist doch mehr.
Das ist doch auch Sinnstiftung, das ist strukturiert den Alltag, das verbessert Lebenschancen. Und sagt ein Christian Lindner, der im Übrigen zuletzt in der Rheinischen Post für 1-Euro-Jobs wieder getrommelt hat. Ja? Ganz tief in die Mottenkiste gegriffen, in die Mottenkiste der Agenda 2010. Absolut irre. Aus diesem Grund spreche ich von einer Wirtschaftswende. Den Leuten Lust machen auf die Überstunde, weil sich die vielleicht steuerlich lohnt. Mhm. Weil man nicht alles abgibt beim Staat. Dafür zu sorgen, dass sich Arbeit lohnt, auch vielleicht die Lust machen auf die Überstunde ist auch so ein geiler Satz. Lust machen auf die Überstunde und die steuerfrei stellen. Das fordert die CDU auch permanent. Der Witz ist ja, damit eine Überstunde steuerfrei einen Anreiz bietet, muss ja erstmal bezahlt werden. Die Realität ist bitter und eine andere. In Deutschland gab es letztes Jahr rund 1,3 Milliarden Überstunden. Ja, 1,3 Milliarden Überstunden, 700 Millionen davon unbezahlt. Ja, wie wäre es, wenn wir erstmal damit anfangen, Herr Lindner, Überstunden wirklich auch konsequent zu bezahlen? Ganz abgesehen davon, dass wenn man das einführt, ist das natürlich ein Steuerhinterziehungsprogramm per se, ja, und Einladung. Dann wird einfach, die vertragliche Arbeitszeit reduziert und dann permanent Überstunden angehäuft. Ja, dann reduziert man die Arbeitszeit im Vertrag um 5 Stunden und arbeitet dasselbe, haben wir die letzten 5 Stunden steuerfrei. Also, das reiner Populismus. Ja, nicht zu kontrollieren und wirklich, wenn mehr als jede zweite Überstunde doch unbezahlt ist, gar nicht das Ding. Ja. Der Schritt aus dem Bürgergeld zunächst einmal in eine kleine Beschäftigung, dass private Investitionen nicht ins Ausland fließen, sondern dass mittelständische Familienunternehmen in Deutschland ihre Zukunft sehen und sagen, jawohl, hier verbessern sich die Rahmenbedingungen, die haben sich auf den Weg gemacht, das brauchen wir. Mhm. Vielleicht sogar eine Mentalitätsreform. Aber es bleibt doch ein Spaß. Vielleicht sogar eine Mentalitätsreform. Tja, lassen wir es damit mal gut sein. Ich finde, hier hat man sehr gut gesehen, progressive Ökonomen, wo ich jetzt Jüdisekum jetzt mal dazu zählen wollte, ja, genauso wie vielleicht Marcel Fratscher, die haben dann in so einer Talkshow vor Millionenpublikum mal die Chance, Christian Lindner die Stirn zu bieten. Und das Einzige, was rüberkommt, ist, dass man sich an Autoritätsargumenten wie dem IWF abarbeitet. Und beim Zuschauer, der weiß jetzt ja gar nicht, ah, Christian Lindner ist ja beim IWF auch eingeladen, dann wird er ja wohl wissen, was die fordern. Dann hat der Herr Südekum das bestimmt falsch aufgefasst oder eine Einzelposition davon irgendjemandem vertreten. Ja? Damit überzeugt man nicht. Warum grätscht er nicht viel häufiger rein? Weil er wahrscheinlich ganz seriös als Wissenschaftler rüberkommen will. So, aber nicht mal das hat ja geklappt, weil Christian Lindner ihn da entsprechend im Nasenring durch die Manege gezogen hat und ihn als SPDler dort debattiert hat und nicht als Wissenschaftler. Deswegen also mehr Mut, ja, bei solchen progressiven Ökonomen entschieden widersprechen, Lindner also Rückfragen stellen, die er beantworten soll und ihn dann nicht rauslassen. So kriegt man ihn da entblößt, nicht mit IWF-Studien zitieren. Ja, aber zumindest nicht einfach nur so und sich dann abkochen lassen. Dafür ist Lindner rhetorisch leider, 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 muss man sagen, einfach zu geschickt. Wer sich zum Thema Staatshaushalt und Geldsystem aufschlauen will, dem sei nochmal der MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy empfohlen. 4.461 Leute haben ihn schon gemacht. 650 Leute haben den bewertet mit 4,5 Sternen im Schnitt. Mit dem Gutscheincode Nachhilfe für Lindner gibt es den fett rabattiert für 12,99 €. Günstiger kann ich es bei Udemy nicht machen. 7,5 Stunden Videomaterial bekommt man dafür. Checkt das gerne aus. Link ist unter dem Video. Wenn euch das Video auch ansonsten gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr ein Like dalasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. In dem Sinne, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Haltet die Ohren steif. Lasst uns in den Kommentaren weiter diskutieren. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.